Lisa? Lisa, was machst du da? Kind! Oh mein Gott. Au. Oh Gott. Au. Das blutet. Da sich die 15-jährige Luisa beim unvermittelten Abbruch ihrer unvorsichtigen Klamottenverbrennungsaktion eine Kopfplatzwunde zugezogen hat, ruft ihre Mutter sofort den Rettungsdienst. Allerdings zeigt sich schon bald, dass die Verletzung der Jugendlichen in diesem Fall eher das geringste Problem ist. Es scheint hier einfach nur ein Cut zu sein. Ist sie denn irgendwie schlecht oder so? Nee. Okay. Ja, weiß ich nicht, würde ich sagen. Aber Maria, wenn ich hier so drauf drücke oder sowas, tut das weh? Nee. Das tut nicht weh, ja? Nee. Schlecht, Übelkeit? Nee. Kopfschmerzen, starke? Nee, es tut halt noch ein bisschen weh. Ja, okay. Ausgerutscht oder? Und sie ist, hat sich umgedreht und ist gefallen. Ach, ist okay, stand im Weg und ist rübergeratscht. Ja, okay, ja. Kein Problem. Ja, das müssen wir aber mitnehmen. Die Patientin müssen wir mitnehmen in die Klinik. Okay. Nachdem meine Kollegin dann die Patientin versorgt hat, hat die Mutter mich beiseite genommen und darüber geklagt, dass ihre Tochter sich seit einigen Wochen sehr verändert hat. Und auch so sehr in sich eingekehrt. Sie hat sich ihren Eltern wohl nicht mehr geöffnet. Und das hat der Mutter sehr zu schaffen gemacht. Ich habe sie dabei gesehen, wie sie Sachen verbrennen wollte im Garten. Und ich bin jetzt... Was waren das für Sachen? Sie hat gesagt, sie möchte... Sie möchte ihre Sachen verbrennen und dann hat sie sich umgedreht, sie ist gestürzt und jetzt hat sie diese Kopfverletzung und sie hat sich schon seit Wochen nicht mehr gewaschen. Okay. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich, gesagt, genau, ja, was ich machen soll. Pubertät. Ja, Luisa bereitet mir im Moment Kopfzerbrechen, sie wäscht sich nicht mehr, sie verwahrlost geradezu und seit 3 Wochen geht das nun, sie öffnet sich mir nicht und jetzt ist sie auch noch verunfallt. Da brauche ich dringend Hilfe von außen. Also ich kann Ihnen eins empfehlen. Wir nehmen Sie jetzt mit in die Klinik. Und da gibt es natürlich, besprechen Sie das gleich noch mit einer Schwester oder auch mit dem Arzt. Es gibt natürlich Familientherapeuten, die Ihnen da helfen können. Okay. Ne, gehen Sie das Thema gleich mal an und da wird Ihnen mit Sicherheit noch jemand weiterhelfen. Tatsächlich hat die Klinik am Südring eine erfahrene Familientherapeutin an der Hand. Eine Woche später soll der erste Gesprächstermin stattfinden. Doch wie so oft in letzter Zeit würde die 15-jährige Luisa am liebsten nur im Bett liegen bleiben. Luisa, jetzt stehen wir mal langsam auf hier. Nein, komm, Mama, also, ist das? So geht das Luisa, nicht. Mama, was ist hier los? Ach, bitte geh du auch mal. Ich habe dich ja eingeladen. Geh ich einfach. Ich wollte gucken, wie es dir geht. Boah, hier geht mir auch die Nerven. Auf. Ich mach schon auf. Dankeschön. Genau wie ihre Schwester Hanna war auch Sorgenkind Luisa bis vor kurzem eine richtige Styling-Queen. Familientherapeutin Sabine Decker soll herausfinden, warum die Gymnasiastin zusehends verlottert und sich von ihren Freunden abschottet. Wie geht's Ihrer Tochter? Ja, sie liegt leider noch im Bett. Ich krieg sie nicht hoch und sie hält sich regelrecht an der Decke fest. Und Zähneputzen, Körperhygiene ist überhaupt gar nicht mehr. Also ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Die Mutter und die große Schwester Hanna machten beide einen sehr gepflegten Eindruck. Es konnte also, musste also tatsächlich irgendeinen gehörigen Grund geben, warum sich die Tochter Luisa da plötzlich so verändert hat, selber sich nicht mehr pflegt, keinen Wert mehr auf ihr Äußeres legt. Als ich ankam, war sie auch in einer sehr, sehr schlechten Stimmung, lag im Bett und war erst mal gar nicht zum Aufstehen zu bewegen. Seit wann war das jetzt noch mal genau? Ach so, das ist so 3 Wochen ist das ungefähr her. Da war sie ja so ein bisschen Trubel. Sie hat sich von ihrem Freund getrennt und ja. Ah, also ich finde das ja ganz interessant. Eigentlich so diese heftige Aktion mit der Verletzung, mit dem Klamottenverbrennen. Und was Sie jetzt aber so beschreiben, dass sie so gar nicht mehr, so gar keinen Antrieb mehr hat und im Bett bleibt und sich nicht mehr pflegt und so, das klingt ja schon so richtig so depressive, nach so einer depressiven Symptomatik, ne? Das macht mir ja so ein bisschen Sorgen. Und Sie sagen, das könnte mit der Trennung von dem Freund zusammenhängen. Also das kann vielleicht mit, also ich meine, sie sah vorher aus wie Hanna, sie hat sich geschminkt und waren immer zusammen und haben sich zurechtgemacht und ja. Die 17-jährige Sarah war immer ein Vorbild für die jüngere Luisa. Doch seit sich die Jugendliche so gehen lässt, meidet sie auch den Kontakt zu ihrer älteren Schwester. Ein Verhalten, das Familientherapeutin Sabine Decker zu denken gibt. Ja, was war denn das für eine Nummer? Sag mal, Klamotten verbrennen im Garten? Warum machst du das? Ja, ich wollte nicht mehr so eine Modetussi sein. Ah, okay. Also, das heißt, du bist einfach mit deinem, wie du dich vorher, dein Style und so, das
willst du einfach ablegen, nee. Passt nicht mehr zu dir. Nee, will ich nicht mehr. Okay. Bin keine Modepuppe mehr. Okay, keine Modepuppe mehr. Und dann wäschst du dich auch gleich gar nicht mehr und kommst gar nicht mehr aus dem Bett raus, weil du keine Modepuppe mehr bist. Ja, ist halt so. Ist so. Mhm. Okay. Hast du einfach keinen Bock mehr auf dieses ganze Styling, was nee, du vorher gar nicht. So hattest? Nee. Willst einfach so. Du wolltest dich einfach von Dingen trennen und einen Neuanfang damit symbolisieren, genau. Mit dem Verbrennen. Genau, das ja, muss ich halt machen. Mhm. Okay. Ich habe dann den Gedanken aufgegriffen, den Luisa ja selber durch diese Verbrennungsaktion, sie wollte ja damit was inszenieren, sie wollte sich von bestimmten Teilen trennen, die für sie was symbolisieren, so eine bestimmte Persönlichkeitsentwicklung, die sie jetzt so für sich nicht mehr will. Und den Gedanken habe ich noch mal aufgegriffen und gedacht, wir können vielleicht diese Aktion oder dieses Ritual noch mal wiederholen, gemeinsam mit den anderen Familienmitgliedern, um uns einfach noch mal genau anzugucken, was ist das denn genau, was Luisa damit bezweckt. Vielleicht können wir einfach so ein paar Sachen, die so auch so symbolisch stehen für dieses Tussi-Leben, was du eben gesagt hast, Modepüppchen, dass du da mal so ein paar Sachen zusammensuchst oder auch andere Gegenstände, die das symbolisieren, was du aus deinem Leben jetzt loswerden willst, wovon du dich verabschieden willst. Und dann nehmen wir einfach eine große Schere und schneiden die in Stücke. Und so richtig so als symbolischer Akt, um zu sagen, so, davon trennen wir uns jetzt. Das brauchen wir nicht mehr in deinem Leben. Ja, klingt gut. Sollen wir das mal mit den anderen zusammen machen? Kann ich ein paar Sachen raussuchen, ja. Durch die Ausmistaktion erhofft sich die Familienhelferin Informationen, warum Luisa so vehement gegen ihr altes Ich kämpft. Denn wie vermutet, gibt es einen ganz bestimmten Grund für die extreme Typveränderung der Gymnasiastin. Jetzt bin ich gespannt, was sie uns da zeigen wird. Ja, was ist das? Fotos. Was sind das für Fotos? Ja, von früher halt. Ach, so sahst du aus, als du noch gestylt warst. Genau, wow, hübsches Mädchen. Wunderschön. Ja, da sahst du wirklich der Schwester noch ähnlicher. Okay, aber das ist jetzt nicht mehr okay. Und das ist dein Ex? Genau, das ist Felix. Oh, und den wolltest du zerschneiden? Ja, also, ja, eigentlich nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Und dann hat sie ja gezögert und wollte das Foto doch nicht zerschneiden, weil ihr eigentlich ja doch noch was an ihm liegt und sie gut befreundet sind. Und sie meinte, sie braucht es eigentlich nicht zu zerschneiden. Das hat mir ganz deutlich gezeigt, dass das nicht der Grund sein kann für ihre Veränderung. Und was muss man zerschneiden? Was muss man loswerden jetzt in deinem alten Leben, damit du was Neues beginnen kannst? Ich habe noch ein bisschen was mitgebracht. Wow, das sind aber meine Sachen, ne? Also wieso hast du jetzt meine Sachen mitgenommen, die du zerschneiden willst? Will ich halt loswerden. Ne? Nee, das verstehe ich aber jetzt aber nicht. Aber du kannst doch nicht. Was ist das jetzt hier? Das ist eine Wimpernzange und das sind alles meine Sachen. Wimpern. Die Schwester hat sich natürlich verständlicherweise sehr darüber aufgeregt, dass Luisa jetzt ihre Klamotten zerstören wollte oder ihre Schminkutensilien zerstören wollte. Zunächst mal hat man es nicht verstanden, warum, aber dann platzte es ja tatsächlich so aus der Luisa raus, ganz emotional. Das war für Luisa einfach zu viel geworden und einfach nicht mehr so auszuhalten in dem Moment. Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum du Hannas Sachen bringst. Oh, Hanna, es ist immer Hanna. Warum geht es immer um Hanna? Immer fällt ihr Name, es geht um sie, sie hat schlechte Noten, sie macht mit irgendwelchen Jungs rum, immer geht es um Hanna. Jedes Mal, das nervt so, das ständig zu hören. Okay, ich glaube, wir kommen der Sache langsam näher. Es geht doch auch um dich, es geht doch nicht immer nur um Hanna. Es geht überhaupt nicht um mich. Hast du schon mal mitbekommen? Es heißt immer, Hanna hat hier Probleme. Ja, Luisa, doch, der geht's gut, die hat gute Noten, die hat einen tollen Freund gehabt, das ist alles perfekt. Es geht immer nur um sie, die ganze Aufmerksamkeit ist auf ihr. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich ist das so. Ich war immer sehr, sehr glücklich und froh darüber, dass du so gut in der Schule bist. Es ist mir scheißegal. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Mist. Ganz ehrlich, es geht immer um sie. Luisa. Das ist natürlich eine ganz große Gefahr, wenn man mehrere Kinder hat und ein Kind einfach mehr Schwierigkeiten bereitet als das andere, dass man dann so auf die Idee kommt, auch das gute Kind sozusagen, das läuft so durch, das braucht einen gar nicht als Eltern. Und da ist es einfach wichtig, darauf zu achten, Interesse zu zeigen, Teilnahme zu zeigen, Gespräche, Nachfragen, wie geht's dir, was machst du, was ist wichtig, wie war dein Tag, auch wenn das Kind keine Schwierigkeiten bereitet. Das habe ich nicht erwartet, dass das der Grund ist, wieso du dich verändert hast. Ja, ich glaube, man muss es so verstehen, dass sie
einfach ein bisschen aus ihrem Schatten heraustreten will. So eine große Schwester ist ja auch immer so ein Vorbild, ja, ne? Und dann hast du vielleicht erstmal so gedacht, ich will auch so werden wie Hannah. Und jetzt willst du aber die eigene Identität entwickeln. Früher waren wir immer gleich. Ja. Und sahen gleich aus und geschminkt. Und ich habe da einfach keine Lust mehr drauf. Das hat dir doch gefallen. Wir hatten doch beide Spaß daran. Ja, früher, aber jetzt nicht mehr. Wie sich dann letztendlich rausstellte, befindet sich die Luisa einfach im Augenblick in einer ganz tiefen Identitätskrise und möchte einfach aus dem Schatten ihrer größeren Schwester heraustreten. Und Luisa macht sich jetzt auf die Suche nach ihrer eigenen Persönlichkeit und hat einfach versucht, sich davon abzugrenzen und die Aufmerksamkeit der Mutter über andere Wege zu erreichen. Und ich hoffe, wir schaffen jetzt der Luisa, neue Wege aufzuzeigen, wie man das besser erreichen kann. Durch weitere Gespräche mit der Familientherapeutin hat Luisa gemerkt, dass ihr die Themen Natur und Nachhaltigkeit wichtig sind. Mittlerweile hat die Gymnasiastin ihren eigenen Style gefunden und pflegt sich wieder regelmäßig. Zudem hat Mutter Petra verstanden, dass sie beiden Töchtern bewusst gleich viel Aufmerksamkeit schenken muss.